So, hallo, ich zeige euch heute mal ein verstecktes Menü, ein geheimes Menü vom Xpedios. Gut, wie kommt man dahin? Ganz einfach. Und zwar, man geht ins Optionsmenü, einmal drücken, Optionen. Dann drückt man die Pinpoint-Taste und die Plus-Taste. Dann erscheint, wie ihr seht, hier ein neuer Menüpunkt, Advanced heißt der. Da geht ihr mal drauf, Select, dann diesen ersten Parameter XY und dann habt ihr diese grafische Anzeige. Wenn man mal was davor schwenkt, sieht das folgendermaßen aus. So, sieht jetzt sehr wild aus. Ich habe jetzt nämlich hier ein 2-Euro-Stück mit zwei verschiedenen Metallen und daher sieht das wohl ein bisschen wild aus. Ich zeige euch das gleich mal mit einem anderen Objekt, aber erstmal nochmal den Effekt. Und dann zeige ich euch das nochmal mit einem 10-Cent-Stück. Da sieht das schon anders aus. Das heißt, wenn das Objekt, was man vor die Spule schwenkt, sehr rein ist, also nicht irgendwie wie hier so ein Euro-Stück mit zwei verschiedenen, sondern aus einem Metall ist, hat man einen sehr geraden Strich. Und je höher der Leitwert ist, da fängt das an, oben rechts nach unten links. Nochmal das 2-Euro-Stück im Vergleich. Bisschen chaotisch dann, ne? Jetzt nehme ich mal was anderes aus Eisen. Auch sehr chaotisch. Noch was anderes. Ja. Und wenn man ein Eisenobjekt hat, dann fängt das von oben links nach unten rechts an. Habe ich jetzt aber nicht. Jetzt noch mal das 10-Cent-Stück. Vielleicht kann man mit dem Menü hier die Güte eines Objektes ganz gut einordnen, ob man es wirklich braucht. Weiß ich nicht. Jetzt haben wir noch einen anderen Parameter, der in dem versteckten Menü enthalten ist. Das ist Ground History. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Man hat jetzt unten diese schwarzen Balken, die zeigen einem, welcher Bodenabgleich der Detektor gemacht hat, so über die Zeit, in der man gesucht hat. Na, unten, also links, sieht man ja die 90 und ganz rechts die 50 und Max steht da unten links noch 89. Also so kann man den Verlauf der Bodenanpassung des Detektors mitverfolgen. Um das zu löschen, drückt man einfach RAZ und beim nächsten Suchen geht es dann wieder von vorne los. Gut, das war es eigentlich schon. Mit den beiden Parametern. Vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr hier rausgeht und nochmal in das Optionsmenü reingeht, sind diese Einstellungen weg. Ihr müsst also immer wieder die Kombination drücken, Pinpoint-Taste halten und Plus-Taste drücken, dann kommt das wieder, also dieses Menü. Gut, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was zeigen können. Und dann bis zum nächsten Mal. Und schaut bitte mein neues Video an, das habe ich nämlich gerade hochgeladen. Alles klar, vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.